First leg, it's Carsten to throw first. Game on. Oh, damit wieder hinein zu Spiel 2 bei der Hülo Care PDC Europe Super League. Heute insgesamt der dritte Spieltag, der erste 59. der zweiten 8. Die ersten 8 Spieler, ja, vergangene Woche, in diesem Wochenende 8 andere Spieler, aber insgesamt battlen sich hier an 4 Wochenenden 16 der besten deutschen Dartspieler um einen Platz bei der PDC Darts Weltmeisterschaft. Carsten Koch jetzt gegen Thomas 100. Köhnlein. Carsten Koch, der dieses Spiel begonnen hat, jetzt wieder am Orki. 43 Jahre alt aus Viersen. 140. Mit der 140er Aufnahme. Carsten, für ihn auch wieder eine Reise zurück, quasi, wo alles angefangen hat. Nämlich hier Pizza Power 1 im Jahr 2006 in München. Da war Carsten Koch auch schon dabei, genauso wie Mike Langdorf. Und ja, schön, ihn zu sehen, dass er immer noch aktiv ist. Ist ja auch einer 41. der Spieler, die schon 9 Darter geworfen haben. Und seit vielen, vielen Jahren dabei. Hat es noch nicht zur WM geschafft. Und glaube ich, ist wirklich ehrgeizig, das hier nochmal anzugehen, dieses Projekt. Weil ich glaube, dass das möchte er unbedingt nochmal erreichen, dass er einmal in seinem Leben 84. im Ali Pally gespielt hat. Und Carsten Koch, ja, einer der Spieler, der vielleicht am meisten davon profitiert hat, dass ja das erste Super League-Turnier abgebrochen bzw. aus der Wertung genommen wurde. Denn damals hat er nur eines von 15 Spielen am ersten 95. Spieltag gewinnen können. Ja. Sicher einer der erfahrensten Spieler überhaupt. Seit 1992 ist er schon bei den Darts dabei, konnte damals schon beim DDV die Jugend Rangliste anführen bzw. gewinnen. 21. Ja, eine schöne Aufnahme. Kann Thomas vielleicht sich als erster doch in den Finish-Bereich spielen? Über die 19? Nee, ich glaube, er geht über die 19. Braucht eine Triple 19. Die muss es jetzt sein für 170. Nee, 57. Schafft es nicht. Ja, Thomas ist ja erst seit 2 Jahren bei der Super League dabei, kam für mich als, kann ich offen sagen, damals als No-Name, hatte ihn noch nicht auf dem Schirm, hat sich dann aber überraschend im Qualifier souverän durchgesetzt und ja, ist auch schon im ersten Jahr, glaube ich, und in die Playoffs gekommen als 89. Achter. Ganz Respekt. Genau, Viertelfinalniederlage dann gegen den späteren Finalisten, gegen Martin Schindler, auch das ganz knapp mit 7:8. Ja, und spielt, glaube ich, auch mit René Adams und Dragutin und Carsten beim KSC Darts. 180. Und mit der ersten 180 hier heute. Carsten, also in diesem Spiel, 108. Mit der zweiten am heutigen Tag. So, Carsten jetzt über die 19. Braucht die Triple 19. Nein. 56. So, Thomas Köhnlein mit dem Thomas, you require 28. Menso-Finish, Doppel 14. Vielleicht mit dem ehemaligen. Menso hat sich ja da eine Zeit lang stur drauf fixiert. Mittlerweile sehr viel flexibler da auch geworden. Doppel 7. Und damit kommt er hier nicht raus. No score. Die 3 hat sich jetzt überworfen. Carsten, aber you require 52. Problem. In dem Fall macht es keinen Unterschied. So. Und vertrifft auf die 3 für Tops. 32. Knapp verfehlt. Thomas, you require 28. Vertrifft ist übrigens ein sehr schönes Wort, Werner. Neue Situation, neue Wege, neue Begriffe. Ja. Auch da muss man sich immer weiterentwickeln, tatsächlich. Oder aus der Not eine Tugend machen. Ja. So, nochmal die Doppel 7. Game schon, der passt. Und dann holt sich Thomas Köhnlein hier das erste Leg. Second leg, it's Thomas to throw first. Thomas Köhnlein, Nickname Wild Thing. Game on. Ein ganz ruhiger Zeitgenosse eigentlich, aber mit extravagantem Darts-Shirt, das ihm so ein bisschen Berühmtheit auch schon bei den englischen Darts-Kommentatoren eingebracht hat. Die wollten, dass er an der Darts-Shirt-WM auf Twitter teilnehmen sollte. Eine 60. WM oder ein WM-Titel, den sich dann im Übrigen Wayne Mardell überraschenderweise geholt hat. Völlig zu Recht.
Völlig zu Recht, Wayne Mardle. 59. Der erste wunderbar, der zweite schön nachgereicht und 121. Der dritte füllt nicht ganz auf bei Thomas Köhnlein. Und der Hinweis natürlich unter unserem Hashtag FragJana auf allen Social Media Plattformen. Einfach Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Wir versuchen, die natürlich in der Sendung zu beantworten. Ansonsten steht euch auch Jana da natürlich 53. Das ganze Wochenende zur Verfügung und geht auf alle Fragen ein. Na, Carsten braucht noch ein bisschen, um reinzufinden. 39. 39 natürlich zu wenig, aber haben wir hier auch noch ein bisschen Nachsicht, ein bisschen Geduld, bis die beiden reinkommen. Wobei der Thomas ist ja schon ein bisschen läuft. 87. Thomas Köhnlein, man sagt, ein sehr, sehr guter Spieler, der vor allem immer wieder schafft, die Emotionen aus dem Spiel zu halten. Für viele Spieler ja ganz wichtig, aber der auch immer sehr nervös ist. Auch ein Spieler, der jetzt nicht ganz so oft vor den TV-Kameras wirft, aber einer, der durchaus auch schon gezeigt hat, zu was er imstande ist. 55. Seinen höchsten Average, den Thomas Köhnlein bislang gespielt 60. hat bei den European Darts Open Qualifiern, fast 96er Average. Sechzig für Thomas Köhnlein, 132 bleiben. Ja, aber Carsten braucht auch zwei Triple, um in gewissen Form des Drucks aufbauen zu können. Schafft nicht, kommt nicht in den Finish-Bereich. 60. Thomas Köhnlein, Thomas, 132. 132. Im Regelfall über die 25 der Start. Ja, so kann ich mich täuschen. Hält sich nicht an die Regel, an meine. 81. 81, damit im gerade Zahl Rest, 51 jawohl. Rest. Aber auch das ginge dann mit, mit 11 Doppel 20. Ja, letzte muss in die 20 für 170. Ja, so ist es. 60. Thomas, you require 51. So, Thomas Köhnlein kann jetzt sein Break aus dem ersten Leg direkt bestätigen. Wie spielt das über die 11? Weiß gar nicht, oder die 19? Über die 11 für Tops. Und Tops. Zwei Darts. 11. Und er lässt beide aus. Carsten, you require 170. 170. Sehen wir gleich zu Beginn den Big Fish, auch im ersten Match zwischen Rene Adams und Mike Langendorf. Wäre der schon mal möglich gewesen? 42. Thomas, you require 40. So, wieder geht's auf die Tops für Thomas Köhnlein. 10. Ja, Draht, ganz knapp. Doppel 10. Nee, konnte er nicht. Carsten, you require 128. Die Chance, 128. Eine Chance für Carsten Koch. Auch das zeigt immer wieder beim Darts. Nicht aufgeben, weiterspielen. 20 für Bullseye. Nein. Nee. 86 fest, stellt er sich. Thomas, you require 20. So, das jetzt sollte aber Thomas langsam eine der drei Pfeile nutzen. Sonst läuft er doch nochmal Gefahr, das Leg zu verlieren. So, und der passt. Second leg. Und damit das zweite Leg an Thomas Köhnlein. Third leg, it's Carsten to throw first. Game on.
von der Ausrichtung dieses neue Format vielleicht gar nicht so schlecht für einen Thomas Köhnlein, der ja einen 58. relativ langsamen Wurfrhythmus hat. Ja, das, solchen Leuten kommt das eher entgegen. Ne? Das ist gar keine Frage. Ich glaube, ein Gervin Price, der wird sich mit so einem neuen System schwieriger tun. Wie immer im Leben, Werner. Anpassungsfähig 81. sein, flexibel sein. Neue Sachen ausprobieren. Nie stehen bleiben. Das stimmt es. Zitiere da ja gern Winston Churchill, der mal sagte, wenn du durch die Hölle gehst, dann bleib nicht stehen, sondern 60. geh weiter. Und das versuchen wir auch gerade. Und ja, werden sich neue Dinge auftun, neue Gewohnheiten, neue Gesetze, neue Gesetzmäßigkeiten. So, beide können ihr Spiel durchaus noch ein bisschen anheben vom gesamten Average. Aufnahme von Thomas. Gute Darts, ja. Ich bin beide im Moment. Carsten Koch 60er, Thomas Köhnlein 65er Average. 81. Ja, das sind natürlich nicht die Averages, die sie normal spielen. Und die werden sie auch steigern im Laufe des Wochenendes. Haben wir auch vergangene Woche gesehen, genau. Ja. Da kann man auch von noch ein paar Zahlen in den Raum werfen. Ein Gabriel Clemens, der am vergangenen Wochenende insgesamt 17 Mal die 180 geworfen hat. Insgesamt 66 Mal die 180 gespielt am ersten Wochenende bei der Super League. Wir hatten 5 Averages insgesamt von jenseits der 90er-Marke. Auch da Gabriel Clemens 97,1 gegen Christian Bunse gespielt. Auch ein Kevin Münch ein 96,7er Average gespielt. Oder auch ein Kai Gotthard fast 94. Da waren schon richtig, richtig gute Zahlen insgesamt auch dabei. 112. Ja, schade. Doch, 54, 108 plus 2, 4 sind 112. Knapp die 180 verfehlt, aber 140. Auch das ja immer wieder so ein Ding im Darts, das man braucht. Timing. Zur richtigen Zeit die richtigen Scores werfen. 135. Ist Thomas Köhnlein jetzt geglückt, aber Carsten Koch kommt jetzt gut nach. Die Frage, die 72, wie spielt das über die 20, über die 16, 14? Sieht nach der 16 aus. Jawohl. Nochmal 16 für Tops. Game. Und das passt. Third leg. Gut Thomas gelöst Köhnlein. Hier von Thomas Köhnlein, der sich damit das zweite Break holt und mit 3:0 hier in seinem Auftaktmatch in Führung geht. Das war stark. Game on. Und der Hinweis natürlich, komplette Abdeckung auch dieser Hylocare PDC Europe Super League auf sport1.de und in der kostenlosen Sport1 App auch nochmal alle Highlights in kleinen Videoclips dort zum Nachschauen. 180er, richtig gute Legs, alles das auch dort abrufbar. Jetzt eine Chance für Carsten gewesen, den schwachen Auftakt von Thomas irgendwie auszunutzen oder zu bestrafen. Ist ihm nicht gelungen. 74. Immerhin noch ein Triple. Ja, von Thomas Köhnlein. Eine Chance für Carsten gewesen, mal vielleicht hier zurückzukommen, die Chance auszunutzen. Ja, Triple 19 ist gut. 95 Punkte. So, und die ersten Fragen kommen hier rein unter unserem Hashtag FragJana. Wie qualifizieren sich die Spieler eigentlich für die Super League? Werner, das hat schon vergangenes 100. Jahr angefangen.
Ja, das, die Super League gibt es ja seit vielen, vielen Jahren. Das ist letztendlich wie ein Ligasystem, in dem es 16 Spielern und die letzten beiden einer Saison steigen jeweils ab. Also Platz 15 und 16. Und der 14., der quasi kommt in die Relegation und darf dann bei dem neuen Qualifikationsturnier für die neuen drei Plätze, die frei werden, wieder mitspielen. So ist es immer, also quasi, dass es jedes Jahr ein Qualifikationsturnier für drei neue Spieler gibt. Und für den Fall, dass jemand mal freiwillig oder aus anderen Gründen austreten möchte aus der Liga, dann würde dann ein zusätzlicher Qualifikationsplatz auch ausgespielt werden. Das hatten wir auch schon, dass wir mal vier Leute gesucht haben oder mal eine Wildcard vergeben haben für Spieler, die sich besonders im Pro-Tour-Zirkus irgendwie verdient gemacht haben. Solche Möglichkeiten gibt es auch. Aber in der Regel pro Jahr drei Plätze, die in der Qualifikation ausgespielt werden. Fand statt vergangenes Jahr am 16. November in Hildesheim. Und da qualifiziert offiziell hatten sich ja da Kai Gotthard, Daniel Klose und eben Jens Kniest als Qualifier durch die Absagen jetzt für die Super League durch 81. Den Robstar, durch Robbie Marjanovic und Martin Schindler hat sich das Feld dann noch einmal etwas verändert. Ja, und in diesem Jahr konnten wir halt, haben wir einen besonderen Modus jetzt erstmal ins Leben gerufen und konnten natürlich auch keine Qualifikation spielen, wie im klassischen Sinne. Und die Lösung ist auch so, dass im nächsten Jahr quasi es keinen Absteiger geben wird, sondern mit den Spielern, die dieses Jahr die Super League begonnen haben, die sind auch alle startberechtigt fürs nächste Jahr. Und es wird dann auch keinen Absteiger geben, sondern das Thomas ist jetzt quasi ein Sonderturnier, das wir eingefügt haben, auch vor dem Hintergrund, dass wir sonst dieses Turnier auch hätten gar nicht mehr wiederholen können. Weil wenn wir irgendwann nochmal anfangen, einigermaßen nochmal Darts zu spielen, dann sind ja mittlerweile so viele Turniere verschoben, dass wir dass die Super League dort hinten angestanden hätte, weil wir jetzt zuerst die Fernsehturniere gespielt hätten, dann die European Tour Events, dann Players Championships, etc. Also von daher war das jetzt hier eigentlich eine ganz willkommene Gelegenheit, das jetzt hier in dieser Form zu machen. Und wieder die große 18 verpasst. 65. Und die Chance jetzt für Thomas Köhnlein auf 4:0 davon Thomas, zu ziehen. Thomas, you require 75. Was vielleicht eine kleine Vorentscheidung wäre. Lege damit zwei Breaks vor, wenn er normal jetzt auf die 17 Anruf hier bestätigt. Nach mir nach der 17 aus oder die 19. Das ist die 17, jetzt die 18 für Tops. So. Tops. 35. So, jetzt leicht zu hoch angesetzt. Die Chance muss er jetzt Carsten aber nutzen. Einen der drei 32. muss jetzt rein, damit er hier endlich aufs Scoreboard kommt. Seine ersten Darts aufs Doppel. Von außen. Und der passt. Und holt sich damit sein erstes Leg. Carsten Koch verkürzt auf 1:3. Leg. It's Carsten to throw first. Game on. Ja, nimmt sich seine Zeit. Wichtiges Leg jetzt vor dem Break, den es ja nach 5 Legs gibt. Und es ist schon ein Unterschied, ob man auf ein Leg rankommt oder eben 3 hinten ist. 95. 95, der Auftakt von Carsten Koch. Man muss immer wieder gespannt sein, auch wie die Spieler das annehmen, mit wie man sich selber entwickelt. Sehr schöne drei Darts von Carsten Koch. Wir haben auch vergangenes Wochenende gesehen. Auch da, Werner, haben wir ja gesagt, man braucht ein bisschen Zeit, klar, um sich daran zu gewöhnen. Dem einen Spieler gelang das besser, anderen Spielern gar nicht. Wie zum Beispiel PDC Tourcard-Holder Christian Bunse, der überhaupt nicht ins Rennen kam. Und das ist die zweite 180 von Thomas Köhnlein. Ja, das ist schon richtig. Christian, der
konnte sich nicht richtig lösen. Und das war auch, ich muss auch sagen, jeder geht mit dieser ganzen Situation eigenständig um. Ich finde es aber bemerkenswert, dass er nicht aufgesteckt hat und dass er auch nächste Woche auch wieder kommt und antritt. Weil er letztlich zu sagen muss, dass das gehört zum Sport dazu, zum Sportlerleben eben auch schwierige, unschöne Situationen zu überstehen und sich da wieder rauszuarbeiten. Das ist ja die große Kunst. Es gibt keinen Menschen, der ewig nur auf 41. der Welle schwimmt und ihm alles zufliegt und immer nur erfolgreich ist. Es geht darum, dass man sich diese Sachen, den Erfolg erarbeitet am Ende des Tages. Und das ist so die großen Spieler, Michael van Gerwen. Aber es gilt auch in allen anderen Sportarten, im Tennis, im Fußball, sind die, die auch hart arbeiten, die sich 44. verbessern wollen, die dazulernen wollen, die sich aus schlechten Situationen, aus Krisen wieder herausarbeiten können. Das sind die, die wirklich den Unterschied machen. Ne? Sonst wäre es auch zu leicht. Man muss sich schon noch die Sachen verdienen und erarbeiten. Und Christian ist jung und ich finde es gut. Er ist lernwillig auf jeden Fall und ich finde es toll, dass er jetzt auch nicht aufsteckt und sagt, kommt, ich zeig's euch nochmal, ich verabschiede mich hier mit erhobenem Haupt und kann nächstes Mal hoffentlich meine wahre Leistungsstärke abrufen. Weil dass er deutlich besser spielen kann, das wissen wir, hat, wie gesagt, schon Michael van Gerwen geschlagen und er kann ganz andere Darts spielen. Aber 81. wie gesagt, Darts ist auch ein Kopfspiel und man braucht auch die mentale Freiheit und die geistige Gelöstheit, um auch sein bestes Darts abrufen zu können. Und jetzt gucken wir mal, Thomas Köhnlein. Die 105 Chance fürs nächste Break zum 4-1. Ja, 85 über die Triple 15. Jawohl, Tops. Ja, funktioniert. Tops. Und der passt. Thomas Köhnlein mit dem 4-1. Und damit gehen wir eine kurze Pause. Aber für euch bleibt natürlich die Möglichkeit auf einen kleinen Gewinn. Nutzen Sie. Sixth leg, it's Thomas to throw first. Game on. So, und wieder hinein ins sechste Leck hier zwischen Carsten Koch und Thomas Köhnlein. 4-1 für Thomas Köhnlein, der Carsten Koch bislang dreimal breaken konnte. 33. Ja, beide mit guten Aufnahmen in das sechste Leck hier. So, und wenn wir hier hineinstarten in dieses sechste Leck, nächste Frage, die reinkommt. Haben die Spieler, die dieses Turnier nicht gewinnen, noch die Chance, sich über einen anderen Weg für die WM zu qualifizieren? Wenn ich die Antwort geben darf. Also ja, gerne. Ja, gibt es, insbesondere für die Tourcard-Holder, wie Christian Bunse und Gabriel Clemens. Die ja hoffentlich, wenn noch andere Turniere stattfinden vor der WM, sich noch qualifizieren können. Gaga wäre im Übrigen aktuell, also wenn nichts mehr passiert, wäre Gaga ohnehin schon qualifiziert. Und für die anderen Tourcard-Holder, aber nur für die gäbe es noch die Möglichkeit, sich über andere Ranking-Turniere oder gerankte Turniere, Players Champions, European Tour Events, etc. für die WM zu qualifizieren. Ja, also das wären Steffen Siepmann hätte hier aus dem Timing of Wald doch die Chance, Gabriel Clemens sowieso, Christian Bunse und ja, daneben Max 58. Hopp und Gaga, aber die wahrscheinlich sowieso für die WM qualifiziert sind, aufgrund ihrer jetzigen Weltranglistenposition schon. Aber auch da ist es schwierig, wirklich was vorherzusagen, natürlich, Werner, denn man weiß nicht, was noch kommt, was vielleicht nicht kommt, beziehungsweise wie das Ganze dann am Ende gehandhabt wird. Also jetzt großartige Aussagen zu treffen, wann es genau wieder losgeht und wie und 60. in welcher Form, das ist natürlich schwierig. Carsten, you require 170. Und wäre jetzt auch ein bisschen unseriös. Mit der Super League ist man aber auf der sicheren Seite, erstmal formell. Werner, das ist fix. Das ist fix, dass der Gewinner dieses Turniers ist bei der nächsten Darts-WM. Und ich gehe davon aus, 96. dass die Darts-WM auch dieses Jahr im Dezember stattfinden wird. Thomas, kann ich genau sagen, wie sie genau stattfinden wird. Und wahrscheinlich sogar unter anderen Vorzeichen und. Aber dieser Platz hier ist sicher für die nächste Darts-WM. Oh, Thomas jetzt 84 Rest. 128. Ganz stark. 28, starke Aufnahme. Fest. Und Carsten, Triple 12, müsste 62 sein, muss die 12 für Bullseye. Bullseye, Single Bull. Ja, und jetzt Thomas. Thomas, you require 60. 5-1 könnte eine Vorentscheidung sein.
Ja, die letzte 128er Aufnahme hat ihn da ordentlich nach vorn katapultiert. Doppel 4. Und der passt. Thomas Köhnlein. Und damit holt er sich das sechste Leg und geht mit 5:1 in Führung. Seventh leg. Thomas Köhnlein. First. Game on. Ja, starker Auftritt. Also gute Finishes, gute Checkouts. Ja, Thomas Köhnlein schafft es auch, Carsten Koch eben 95. fast gar nicht aufs Doppel kommen zu lassen. Carsten fängt jetzt auch gleich zum zweiten hintereinander über die 19 an. Ist also auch verunsichert oben. Ist normal, geht man schon über die 20. Aber klar, wenn man oben sich unwohl fühlt, dann versucht man, andere Felder zu identifizieren oder zu suchen, um mehr Sicherheit zu bekommen. Schöne 140 von Thomas jetzt. Und das wieder gegen die Darts von Carsten Koch. Das heißt, er ist schon mit der zweiten Aufnahme enorm unter Zugzwang erneut, um hier das Leg weiter 98. vorangehen 90 check, 97. zu können. Ja. Beziehungsweise eine 97 gewesen, ja, von Carsten. Das ist schon mal gut austariert mit 95, 97 von Carsten Koch. Thomas Köhnlein, die nächste 140. Sehr schön. Schmettert er da ans Board. Und damit hat er dieses Leg in der Hand. So, Thomas sollte sich jetzt in den Finish-Bereich bringen. Muss dreimal die 20 treffen. Geht aufs ja, 65. 156. Hat den Vorteil, dass er vielleicht kein Bullseye-Finish spielen müsste jetzt. In der Variante. Carsten Koch jetzt auch im Finish-Bereich. Wie stellt er sich? 110. Auch nicht ideal, Thomas, aber machbar. Thomas Köhnlein jetzt 156. Das wäre natürlich ein ordentliches Checkout jetzt zum Abschluss seiner Leistung. Triple 20, Triple 20, Doppel 18. Ein Weg, der zum Ziel führen könnte, wird er in diesem Fall erst einmal nicht. Jawohl, 95 Rest. Wo geht er hin? Stellt sich 70 Rest. 86. Carsten, you require 110. 110. Carsten Koch auf die sichere Variante, um im Spiel zu bleiben, muss er das fast rausnehmen. 91, Triple 17, passt. Tops. Tops. 90. Oh, yeah, yeah. Thomas, so, you require 70. Thomas wird 70. Wahrscheinlich Matchstarts bekommen. Über die 18 oder über die 10. Sieht nach der 10 aus. Ja, passt. 64, 14 muss es sein. Bullseye. Ist es fürs Bullseye. Matchstart. Und er ist so ein bisschen geküsst, den Draht hier, aber von der falschen Seite. Carsten, you require 20. So, und vielleicht nochmal ein Wendepunkt, eine Chance für Carsten, nochmal in dieses Match zurückzukommen. Muss es aber jetzt sein. Doppel 10. Von außen. Und so, und der passt. Seventh leg. Carsten Koch. Damit holt sich Carsten Koch das siebte Leg und verkürzt auf 2:5, nachdem er hier schon Eighth einen Matchstart gegen sich hatte. First. Und natürlich heißt es auch heute, Game on. Mit dem Dartspiel anfangen, ja, warum nicht? Man braucht wenig Platz, das Ding ist ganz schnell aufgehängt, aber man braucht natürlich auch die richtigen Darts dazu, die richtigen Pfeile. Die Pfeile der Stars zum Nachspielen gibt es natürlich online oder im Dartshop-Fachhandel. 57. Ja, kein Triple für Thomas. Jetzt vielleicht die Chance, Carsten, hier nochmal den Fuß in die Tür zu kriegen, bevor sie zugeht. Er bleibt unten bei der 19. Jetzt geht er hoch wahrscheinlich, so wie es aussieht. Bleibt oben 59. 59. Ja, ist okay. Aber natürlich, jetzt hätte er sich natürlich ein Triple gewünscht oder am besten zwei oder drei, um hier vielleicht die Darts
zu bekommen, um den Vorteil zu gelangen hier in dem Leck. Aber jetzt Thomas mit der ersten Triple 20. Oh, nein, hinterher füllt er das Fältchen hier auf, nicht ganz 140. Die 140. Aber das bringt ihn wieder ordentlich weg in seinem Leck. Ja, Carsten jetzt mit dem Druck, braucht auch wieder zwei Triple, um dran zu bleiben. Bleibt unten bei der 19, hat eine. Und auch das sind die zwei Triple. Bleibt dran. Gelingt beiden Spielern jetzt, ihr Spiel deutlich anzuheben. Ja, knapp drunter. Bleibt oben. 94. Schön gerettet mit dem letzten. 94. Ja, Carsten jetzt auch. Brauchen Triple, weißer. Geht runter. Geht hoch. 59. Bleibt ohne. Wird ihn ärgern. Da hätte er sich ein Triple gewünscht. Thomas jetzt auf dem Weg in den Finish-Bereich. Wie tief kann er sich reinspielen? Ja, jetzt nur keine 1. 60, 60, 150 Rest. Auch kein Traumfinish, aber er hat eins. Und jetzt Carsten braucht auf jeden Fall nochmal 80 Punkte. Die wird er holen. Jawohl. Er jetzt mit seiner ersten 180. Jawohl. Da ist er, seit 180. Carsten Koch, die dritte in diesem Match. Thomas, you require 150. Timing, so wichtig. Auch jetzt für Carsten Koch, der ist natürlich auch einer für Selbstbewusstsein. Für 25 Rest bei Thomas Könlein. Und die 70, Carsten Koch, muss er fast rausnehmen. 20 für Tops. Und Tops. Doppel 5 vom Millimeter hier. Und vergibt das Break. Und Thomas Könlein mit zwei erneuten Matchstarts, wenn er denn jetzt die 9 trifft. Was macht der 1 für Doppel 12? Nein, 9 für Doppel 8. Doppel 8, zwei Matchstarts erneut. Doppel 8, Doppel 4. Doppel 4 lässt liegen. Carsten, you require 30. Drei Matchstarts ausgelassen, Thomas Könlein. Geht direkt drauf. Und jetzt muss er rein. Und 15. Ah. Erst zu weit innen. Und nochmal kommt Thomas Könlein. Thomas, you require 25. Muss den Weg erneut gehen. 9, Doppel 8. Oder nimmt er diesmal den anderen Weg? 1, Doppel 12. Aber normal sind Dartspieler ja oft Gewohnheitstiere, Werner. Ich denke auch, die 9 wird es sein. So ist es. Doppel wieder 2 Matchstarts. Doppel 8 und der passt. Thomas Könlein holt sich mit dem vierten Matchstart hier das Spiel und besiegt Carsten Koch im zweiten Spiel an diesem Nachmittag mit 6:2. Das war jetzt von den Averages, hat man gemerkt, auch Werner so ein bisschen erstmal dran gewöhnen bei beiden Spielern. Thomas Könlein hat das Ganze ein bisschen besser annehmen können, weil er insgesamt die höheren Scores dann gespielt hat zum richtigen Zeitpunkt. Das hat er, ist besser reingekommen, hat tolle Finishes gemacht. Das ist immer, sagt man so schön, Treble is funny, Double makes the money. Also er hat gut gecheckt, war da souveräner und hat das Spiel letztendlich verdient gewonnen. Carsten hat ja auch eben auch anerkennt, applaudiert. Sehr sportsmanlike. Da ist noch Luft nach oben, gar keine Frage. Aber ich finde, für die beiden ein sehr ordentlicher Auftakt, noch ihr allererstes Spiel in den neuen, ich sag mal, Begebenheiten vor der laufenden Kamera und. Sicherlich nicht ganz leicht, die ganze Situation für alle, aber ordentlich gemeistert. Und es geht natürlich gleich weiter nach einer kurzen Pause. Dragutin Horvat kommt als nächster ans Oki. Und vorher gibt es noch die Möglichkeit für einen kleinen Gewinn und eine kurze Pause. Dann sind wir gleich wieder live hier.